Los ging es in Zandvoort mit einem Duell zwischen Michi Heuer, dem Gastfahrer aus der World DX, und DTM-Pilot Mike Rockenfeller. Am Ende Heuer knapp vor Rocky und Danny Wenzel von VW. Das zweite Rennen, gleich eine Startkollision zu Beginn, in die André Dietzel verwickelt wird. In der Zeitlupe sehen wir einen Schubser von einem Teamkollegen. Umgekehrte Startreihenfolge immer im zweiten Rennen der RCCO eSport Series auf Basis des Ergebnisses vom ersten Lauf. Und für Michi Heuer ein sehr ungewohntes Gefühl, als eSport-Profi bei den Amateuren mitzufahren und sich langsam nach vorne zu kämpfen. Er tat sich da am Anfang schwer und musste dann Mike Rockenfeller vorbeilassen, der auch profitierte von einigen Drehern und Ausrutschern vor ihm. Es ging Platz um Platz nach vorne für Mike Rockenfeller. Hier holt er sich den zweiten Platz und macht dann Jagd auf Titelverteidiger Michael Niemals, der bei seinen ersten beiden Rennen mit dem EX-Zero noch ein bisschen zu kämpfen hatte, trotzdem den zweiten Platz holte hinter Mike Rockenfeller in diesem zweiten Rennen. Auch in Sebring in Florida ging es mächtig zur Sache. Ein volles Starterfeld für das zweite Saisonrennen erneut mit zwei Läufen. Einige Kollisionen gleich zu Beginn des ersten Rennens, wieder darin verwickelt unschuldig André Dietzel, der damit ein schlechtes Ergebnis einfuhr. Bodo Kreling machte Jagd auf Mike Rockenfeller, der allerdings auf dem Kurs in Florida eine Klasse für sich war und das erste der beiden Rennen klar vor Bodo Kreling und Paul Wingens gewann. Die umgekehrte Startreihenfolge sorgte auch am Start des zweiten Rennens für reichlich Chaos. Mike Rockenfeller profitierte von der ersten Kurve und weiteren Kollisionen und Ausrutschern gleich in der Startrunde. Anschließend hat er relativ leichtes Spiel, schnappt sich hier zunächst Michael Niemals und kurz darauf auch den bis dahin führenden Steffen Walter, dem aber am Ende Platz 3 reicht, um sich für das Finale auf der Nordschleife zu qualifizieren. Rocky siegt vor Niemals und Steffen Walter. Der dritte Lauf der RCCO eSport Series auf der Rennstrecke in Portugal in Estoril. Thomas Vogt zunächst in Führung, muss hier Platz machen für Michael Niemals. Und dann kam es zu dieser Kollision am Ende der langen Geraden zwischen den beiden Teamkollegen André Dietzel und Thomas Vogt. Damit die Chance auf ein Podiumsergebnis für Thomas Vogt in diesem Rennen vorbei. Michael Niemals auf dem Weg zu einem klaren Sieg vor dem Gastfahrer Robin Pogtal und Paul Wingens. Das zweite Rennen Estoril mit der umgekehrten Startreihenfolge und einer eindrucksvollen Show von Gastfahrer Robin Pockadel mit dem Gastauto des AVD hier in den roten Farben. Es dauert nur wenige Runden, dann hat sich Pockadel von ganz hinten bis an die Spitze nach vorne gekämpft. Hier schnappt er sich Thomas Vogt, der einen kleinen Fehler macht, und für Vogt sollte es ein bitteres Ende geben. Ein Fehler in der letzten Runde kurz vor dem Ziel, dann eine Kollision mit Dominik Heusen und damit erneut der Traum vom Podium ausgeträumt. Es siegt Pockadel vor Dietzel und Paul Wingens. Das erste Stadtrennen in der Geschichte der RCCO eSport Series sorgte für reichlich Furore und spektakuläre Szenen. Thomas Vogt hier in Rennen 1 im Duell mit Jens Wippermann und seinem Teamkollegen André Dietzel. Ende der ersten Runde. Wippermann geht vorbei an Vogt. Es kommt aber auf der Startzielgeraden zu einer Berührung zwischen den beiden. Davon profitiert André Dietzel, der sich die Führung sichert. Hier noch einmal die Situation aus der Onboard-Kamera von Thomas Vogt. Die Kollision mit Jens Wippermann. André Dietzel damit auf und davon an der Spitze. Wippermann auf 2, Vogt auf 3 und von hinten abgestürmt durch seinen Teamkollegen Steffen Walter, der vor allem Bodo Kreling blockiert, um seinem Teamchef den Weg frei zu machen für das Superfinale. Dietzel gewinnt, Wippermann auf 2 und Vogt schafft tatsächlich den dritten Platz. Rennen 2 in Berlin und ein eklatanter Frühstart von Thomas Vogt, der ja in der Euphorie seines Podiums vom ersten Rennen hier einfach zu früh losfuhr. Einige Rangeleien in der ersten Kurve und dann dieses spektakuläre Überholmanöver. Paul Wingens quetscht sich zwischen Mauer und Auto vorbei an Thomas Vogt und übernimmt die Führung. Das Ganze hier nochmal aus der Onboard-Kamera von Paul Wingens. Vogt muss anschließend zur Stop-and-Go-Strafe an die Box, hat damit nichts mehr zu tun mit dem Ausgang des Rennens, das Paul Wingens souverän gewinnt vor Steffen Walter und André Dietzel.
Die letzte Chance, sich für das Superfinale auf der Nordschleife zu qualifizieren, bietet der Grand Prix-Kurs auf dem Nürburgring. André Dietz lang in Führung, macht aber in der letzten Runde einen kleinen Fehler in der Schikane. Ralf Pieringer mit dem roten Gastauto des AVD geht vorbei und sichert sich den Sieg vor Dietzel und Dominik Heusen. Das zweite Rennen. Ein sehr, sehr harmonischer Start ohne große Kollisionen, aber kurz nach dem Start dann diese Szene, ein Crash im Mittelfeld. Vom Durcheinander profitiert zunächst Mirko Sellner im gelb-blauen BS Powersports Auto, der dann allerdings die Führung an Steffen Walter abgeben muss. Ebenfalls auf dem Vormarsch in diesem zweiten Rennen Michael Niemers. Vorbei an Thomas Vogt, startet seine Attacke auf Mirko Sellner, der sich noch einmal wehrt, aber lange dauert es nicht, dann ist Michael Niemers vorbei am gelb-blauen BS Powersport Auto. Niemers damit auf der zweiten Position, auf dem Weg an die Spitze. Und er schnappt sich auch den führenden Steffen Walter im TV-Racing-Auto. In der Schikane mit einem sauberen Überholmanöver nimmt er die Position 1 ein. Damit ein weiterer Sieg für den Titelverteidiger Michael Niemers vor dem Superfinale auf der Nürburgring-Nordschleife. Steffen Walter wird Zweiter und auch André Dietzel holt ein Podiumsergebnis für TV-Racing.